Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 225. Leute, wir machen weiter. Empire Strikes Back. Letzte Woche 1980, davor 1979. Logischerweise kommt heute 1981. Empire Figur. Wir zeigen euch heute wirklich sehr schöne Figuren aus der Empire Line. Unter anderem den 2-1-B, dann den Imperial Commander und. Und wir erfahren auch, was eine Prinzessin auf einem Eisplaneten trägt. Ja, Leute, legendäre Figuren. So hat alles angefangen. Der Mythos von Star Wars. Okay, ihr kennt ja den Spruch schon. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Beginnen wir mit Lobot. Der Verbrecher, der um einer langen Haftstrafe zu entgehen, versuchte sich also mehr oder weniger die Alternative nahm, sich einen Chip ins Gehirn einpflanzen zu lassen. Diese verpackte Figur, wie immer auf der Empire Strikes Back Karte. Das Imperium schlägt zurück. Diese Karte ist äußerst interessant. Sie war wahrscheinlich ein Ladenhüter, deswegen bekam sie später noch einen Freecoin-Aufkleber. Landete aber letztendlich auf dem Grabbeltisch für 1,49 $. Gut zu erkennen ist der Free-For-Lom-Offer. Gerade bei den alten Figuren muss man besonders darauf achten, dass der Blister nicht beschädigt ist. Diese sind häufig gerissen oder eingedellt. Die Rückseiten der Empire-Karte haben wir bereits letzte Woche in der Folge 224 genau besprochen. Selbstverständlich gab es die Empire-Figur auch ohne For-Lom-Offer-Aufdruck. 1983 zur Jedi-Line wurden die ganzen Empire-Figuren auf der aktuellen Return of the Jedi-Karte neu aufgelegt. Hier sehen wir die europäische Return of the Jedi-Trilogo-Variante. Gut ist die Fotovariation zu erkennen. Statt Sturmtruppen im Hintergrund Bespin Security Guards. In England erschien die Palitoy-Karte. Daran zu erkennen, rechts unten steht statt Kenner Palitoy. Diese Karte ist etwas niedriger im Wert anzusetzen. So, und hier sehen wir den guten alten Lobot, den ersten Diener und Sicherheitschef von Bespin. Gut sind an seinem Kopf die Implantate zu erkennen. Beigepackt war ein Standardblaster. An der Rückseite an den Oberschenkeln befand sich die entsprechende Bestempelung. Wie alle anderen Figuren waren selbstverständlich auch die Empire-Figuren mit Löchern an den Füßen ausgestattet. Kommen wir nun zum Imperial Commander, von dem es zwei Varianten gibt. Hier auf Empire-Karte. Und hier sehen wir eine Variante mit Display Arena Offer. Und hier die Variante auf der Return of the Jedi-Karte. Und hier die Variante auf Trilogo-Karte, europäische Version. So, hier sehen wir den imperialen Offizier. Kommen wir gleich zu den Varianten. Diese betreffen den Kopf. Der linke Kopf ist eher klein gedrückt und kugelförmig, während der rechte hochgezogen ist. Bis auf den Kopf sind beide Figuren gleich. Gut kann man an der linken Brustseite die Abzeichen erkennen. Hier sehen wir die Rückseite. Beigepackt war ein Standardblaster des Imperiums. Bei der Figur ist häufig die Farbe abgeblättert. Kommen wir nun zu Han Solo Bespin. Dieser erschien ebenfalls auf Empire Strikes Back Karte, Jedi und Trilogo Karte. Kurz was zu den Power of the Force Karten. Wir haben erfahren, dass alle Figuren auf Power of the Force Karte hergestellt wurden, aber viele nur ein einziges Probeexemplar, wie zum Beispiel FX7. Achtet besonders hier auf den Farbabrieb. Der Halfter auf der linken Seite zu erkennen, ist nur Deko, man konnte keine Waffe einstecken.
Achtet vor allem auf die gelben Streifen an der Hose. Diese sind häufig im Laufe der Jahrzehnte abgerieben worden. Bei den Waffen gab es zwei Varianten. Einmal war der normale Blaster rechts beigepackt und der typische Han Solo Blaster links. So, kommen wir nun zum Meister Yoda. Hier sehen wir die Version auf der normalen Empire-Karte. Er erschien auch auf Jedi-Karte, Power of the Force, Trilogo. Hier eine Empire-Variante mit Display-Arena-Offer. Die Version auf Jedi-Karte. Und hier die Jedi-Version mit Fotovariante. Und hier die amerikanische Power of the Force-Version, die in den USA so im Handel war. Power of the Force-Figuren kamen bei uns leider nie in den Handel. Und hier sehen wir unsere europäische Variante, die Trilogo-Karte. Yoda zählte zu den aufwendigsten Figuren der gesamten Empire-Line. Es gibt zwei Varianten, eine mit brauner Schlange, eine mit orangener Schlange und es halten sich hartnäckige Gerüchte über eine Version mit grüner Schlange. Zu achten ist auf den Gürtel und die vielen Kleinteile, wie der Stock, der Mantel und die Schlange. Hier einmal komplett ohne Zubehör. Hier sehen wir seinen legendären Stock, die braune Schlange, etwas schwer zu erkennen den Farbunterschied, hier die orangene, seinen Gürtel. Und hier sehen wir seinen kleinen Jedi-Mantel. So, kommen wir nun zum AT-AT-Driver. Dieser erschien auf Empire, Jedi, Trilogo und in Australien auch auf sehr seltener Power of the Force-Karte. Mit Münze. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Sturmtrupper, dem AT-AT-Driver. Yo! Leute, das ist doch ein schönes Stück. Es gibt zwei Varianten. Einmal eine mit roter Farbe und eine mit orangener Farbe. Wenig bekannt. Gut zu erkennen an den Abzeichen am Helm. Kurz eins vorweg. Es wurden deutlich weniger AT-ATs verkauft als AT-AT-Driver. Übrigens, soviel ich weiß, erschien die Figur auf Uzey in der Türkei. So Leute, hier habe ich was ganz Interessantes. Hier, das ist einer der ursprünglichen Prototypen, der sich seit längerer Zeit in meiner Sammlung befindet. Er ist ein klein wenig kleiner als die ursprüngliche Figur. Von diesen Mustern wurden in der Regel 10 bis 15 Stück angefertigt. Zur Präsentation und Überarbeiten. Kommen wir nun zur Prinzessin Leia, Hot-Outfit. Hier auf einer wunderschönen Empire-Karte. Diese wurde auf Jedi und Trilogo und Palitoy produziert. Bei der Trilogo-Variante gab es eine Version, wo das Bild anders da war. Hier sehen wir die seltene Trilogo-Variante. Gerade diese Figur ist in den USA sehr gefragt. So, und hier sehen wir die Königin des Hot-Outfits, wenn man so will. Prinzessin Leia Organa, später auch Solo. Ihre Jacke war eine Abänderung einer normalen Jacke, die es damals im Handel gab. An ihrer linken Hand befindet sich das Funkgerät. Und hier mit einer ihrer berühmten Frisuren. Übrigens, böse Zungen behaupten ja, dass Julia Timoschenko aus der Ukraine, die ehemalige Präsidentin, ihre Frisur von Prinzessin Leia abgeschaut hat. Eine wirklich sehr schöne Figur. Achtet darauf, dass ihr auch ein gut erhaltenes Exemplar für eure Sammlung euch sichern könnt. Beigepackt war der typische Prinzessin Leia Blaster. Kommen wir nun zum Rebel Commander Hoth. Er erschien ebenfalls auf Empire und Jedi und Trilogo Karte. Die Trilogo Karte schauen wir uns jetzt mal an. Links die Jedi Karte, rechts die Trilogo Karte mit einer leichten Fotovariante.
Ich hatte diese Figur auch mal als Kind. Und rechts dachte ich, das wären die Haare und habe sie gleich abgeschnitten. Ist aber der Schal. Die Figur wurde sehr häufig gekauft und zählt zu den häufigsten Empire-Figuren. Trotz allem ist sie heute weniger zu finden, weil wie bei allen Soldaten braucht man immer hunderte davon. Am linken Ohr befindet sich das Funkgerät. Für die damalige Zeit waren die Figuren sehr detailreich gestaltet. Beigepackt war dieses neue Gewehr, das speziell für die Empire Line aufgelegt wurde. Kommen wir nun zu den Ugnauts, nennen wir sie einfach mal so. Bespins, Müll- und Schrottverwerter. Hier sehen wir die Empire-Karte, sie erschien natürlich auch auf Jedi und Trilogo. Es gab zwei Varianten, einmal links mit lila Schürze und rechts mit blauer Schürze. Im Film ist etwas schwer zu erkennen. In Sammlerkreisen werden sie öfters auch Schweinsgesichter genannt. Liebevoll, selbstverständlich. Die Ugnauts waren nicht ganz so beliebt wie jetzt zum Beispiel die Sturmtrupper, wurden deswegen auch weniger verkauft. Also bei uns in der Klasse hatte die keiner. Als Zubehör hatten sie diesen weißen Werkzeugkoffer. Diesen gab es nur bei dieser Figur. Kommen wir nun zur Dengar. Eigentlich Danger, aber das war zu eindeutig, deswegen wechselte man einfach zwei Buchstaben. Dengar, einer der Kopfgeldjäger, erschien selbstverständlich auch noch auf Jedi- und Trilogo-Karte. Viele der Figuren haben Farbabriebe. Achtet immer darauf, wenn ihr euch ein gutes Stück zulegt. Vorsicht, die Figuren können auch auseinanderfallen. Arme und Beine und Kopf können praktisch davonfliegen. Der Kopf erinnert ein wenig an eine Mumie, irgendwie eingepackt. An der Rückseite der Oberschenkel befindet sich wie immer die Bestempelung. Beigepackt war die Waffe des Hochsturmtruppers, nicht zu verwechseln mit der des IG-88. So Leute, kommen wir nun zur letzten Figur für heute. 2-1-B, 2-1-B, der Medizindroide, der Luke wieder zusammengeflickt hat. Hier mit Display-Arena-Offer. Empire-Karte. Hier sehen wir jetzt links eine normale Empire-Karte ohne Offer und rechts die Version von Return of the Jedi. Links sehen wir jetzt die europäische Trilogo-Version und rechts die Empire-Version von Palitoy. Hier sehen wir jetzt die Figur Tick Fromm. Was hat die jetzt mit 2-1-B zu tun? So, nach der Handystörung, hat natürlich perfekt reingepasst. Was hat die Droids-Figur mit 2-1-B zu tun? Das erkläre ich euch. Die Waffe von Tick Fromm ist mehr oder weniger die recycelte Version von 2-1-B. Genau gleich. Einige Figuren und Waffen wurden in der Droids-Line wieder neu aufgelegt. So, das ist der letzte im Bunde, 2-1-B. Eine äußerst interessante Figur. Schön sehen wir das, naja, Atemgerät, Mikrofon, ich weiß nicht. Bei der Produktionsplanung hatte der durchsichtige Körper sehr große Probleme gemacht. Und die Designer von Kenner haben sich den Kopf zerbrochen, wie man das richtig umsetzen kann. Sehr schön gelungen sind auch die Füße, sehen endlich mal aus wie bei einem Roboter. Die Greifarme sind auch sehr schön gelungen.
Achtet vor allem darauf, der Schlauch und das Rohr sind häufig abgebrochen und verschwunden. Genauso wie das Zubehör. So Leute, das war's mal wieder von meiner Seite. Ich mache jetzt Schluss und den Rest des Tages mache ich gar nichts mehr. Also, was bleibt noch zu sagen übrig? Bis nächsten Freitag, wenn's wieder heißt. Ihr wisst schon.